Einen großen Erfolg hat er schon sicher. Richard Zander ist der letzte Pflichtweltmeister. Der 1991 wird ja keine Pflichten ausgetragen. Aber er hat es natürlich jetzt schwer. Bei den Läufern, die vor ihm so starke Türen präsentiert haben, muss auch er wirklich alles bringen, was er kann. Und damit dessen Originalprogramm, den dreifachen Axel zeigen, wird das wagen. Nur so hat er die Chance, in der letzten Gruppe zu bleiben, abgesehen von einer Medaille. Ja, dreifacher Axel, Doppel-Tulup. Wer sagt? Richard Zander. Da ist mal wieder ein deutscher Läufer, der in der Spitze international mithalten kann. Hat er, der Richard Zander, die Möglichkeit in der letzten Gruppe zu bleiben, die ist auf jeden Fall gegeben und das ist ja sehr wichtig, denn die bedeutet ein, zwei Zehntel höher in der Bewertung als in der Gruppe, die danach folgt und das kann wichtig sein bei der Platzierung. In der Zeitlupe nochmal seine Kombination, erstmals gezeigt von ihm in einem Wettbewerb, er zeigte ja bei den deutschen Meisterschaften das erste Mal überhaupt den dreifachen Axel und stand ihn auch. Und jetzt bei der Weltmeisterschaft erstmals gestanden in einer Kombination. Eine saubere Kür. Im Schnitt eine 5,3 bis 5,4 für Richard Zander in der A-Note. Er schüttelt zwar den Kopf, aber ganz so abwegig ist es nicht. Also wenn andere zum Beispiel zweimal den dreifachen Axel zeigten und dabei aber in einem enormen Tempo die Sprünge hinzauberten auf das Eis. Da ist auch selbst die B-Note jetzt gerechtfertigt mit einer guten 5,5. Damit liegt er im Moment auf dem dritten Platz. Und es kommt noch Gregor Filipowski. Da kann er sich nicht beschweren, der Richard Zander. Er hat alles getan.